Mein Gott, was habe ich dich als Kind geliebt und als Erwachsener für deine Filme respektiert. Für mich warst du als Kind in der gleichen Duo-Liga wie Stan Laurel oder Oliver Hardy oder Jerry Lewis und Dean Martin. Ich habe über dich gelacht, als du mit deinem Partner Terence Hill die Sachen klar gemacht hast. Den Bösen immer eins in die Fresse. Und nun ist Bud Spencer im Alter von 86 Jahren gestorben. Der Kämpfer ist gegangen. Von dem gutmütigen Brummbär habe ich meine ersten Cinema-Sonderband gekauft, weil ich seine Filme so unterhaltsam fand. Hier ist es noch, ich habe es gerade mal aus dem Archiv geholt. Zusätzlich hier noch eine andere Ausgabe von Filmen. Mit Bud Spencer verbinde ich eine sehr, sehr glückliche Kindheit. Mit meinen Eltern verbrachte ich die Familienurlaube in den 70ern und 80er Jahren am Gardasee in Italien. Dort gab es einen Ort namens Lazise und dort gab es ein Open-Air-Kino, bei dem entweder James-Bond-Filme oder Bud Spencer und Terence Hill-Filme auf Deutsch gezeigt wurden. Und ich habe sie mir alle angesehen. Während meine Eltern beim Essen waren, habe ich die Klopperei genossen. Bud Spencer konnte es mit allen aufnehmen. Die beidhändige Doppelbackpfeife und der senkrechte Schlag mit der Faust auf den Kopf und alle gingen sie zu Boden. Das hat mir als schüchterner junger Mann Mut gemacht. Du kannst es packen. Nur einmal, muss ich zugeben, schaute ich recht dumm aus der Wäsche. Als ich in dem Open-Air-Kino Platz nahm und mir einen Western mit Bud Spencer anschaue. Bud Spencer spielte hier in einem harten Italo-Western mit dem Namen Gott vergibt Django nie. Da war nichts von Klopperei zu sehen, dafür für einen ernsten Mord und Totschlag. Die Kinobetreiber in Lazise hatten die Filmrollen verwechselt, denn es gab diesen Film auch in einer lustigen Version mit dem tollen Titel Zwei vom Affen gebissen. Naja, so kam ich als Kind zu meinem ersten harten Italo-Western. Die Kinomenschen verstanden kaum Deutsch und bemerkten den Fehler erst nach dem Protest von einigen Mamas und Papas, die im Kino waren, aber allerdings auch erst am Ende. Sie entschuldigten sich und nach der Aufführung gab es das Eintrittsgeld zurück. Ja, was soll's, so hatte ich wenigstens Kohle für ein gutes italienisches Eis in Lazise. Und später schaute ich mir noch viele Italo-Western an. Irgendwann ist Bud Spencer dann in die Politik eingestiegen, so eine Art italienische Version von Clint Eastwood oder Arnold Schwarzenegger. Ich muss zugeben, da weiß ich zu wenig darüber, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Mir ist er nochmals als Komponist und Sänger begegnet. Ich schenkte einer Bekannten mal eine CD mit neapolitanischen Liedern von ihm. Leider habe ich mir keine Sicherungskopie dieser CD behalten. Aber die Songs sind mir eine gute Erinnerung und so habe ich mir die CD gerade noch einmal bestellt. Später hat Bud Spencer noch einige Bücher geschrieben. Er hat viele Sachen erfunden, er war ja auch Erfinder. Und sogar ein Schwimmbad wurde nach ihm benannt. Klar, Bud Spencer war ja Olympiateilnehmer. Alles wichtige Sachen, aber Bud Spencer blieb mir als Held meiner Jugend in Erinnerung. Eine Bitte habe ich an den lieben Bud dort oben. Räum dort oben mal richtig auf und hau ihn so richtig in die Fresse, so wie du es immer so gut gemacht hast. Vielen Dank, Bud Spencer.